Ullen. Ich kann dieses Wort nicht aufpressen. Hallo ihr Lieben, und der Mai neigt sich schon wieder dem Ende. What the f... Was, wo ist das Jahr hin bisher? Ich habe irgendwie das Gefühl, das Jahr rast schon wieder total an uns vorbei. Was ist hier los? Ja, auf jeden Fall gibt es heute noch meine Neuerscheinungen für den Juni. Es sind nicht viele, also es ist mal ein Monat, wo es Gott sei Dank nur wenige Neuerscheinungen sind. Und ich wünsche euch wie immer viel Spaß. Das erste Buch, was ich euch heute zeigen möchte, erscheint am 2. Juni. Und dieses Buch gibt es im Prinzip schon. Aber dieses Buch erscheint als Taschenbuch. Und zwar rede ich von Magie der Namen von Nicole Gottsäck. Ich hoffe, ich habe den Namen jetzt richtig ausgesprochen. Oder Gottsäck, ich weiß nicht, es tut mir leid. Auf jeden Fall ja, erscheint hier die Taschenbuchausgabe von Magie der Namen am 2. Juni, was ich sehr, sehr cool finde. Ich habe dieses Buch auch noch nicht gelesen und wenn es das als Taschenbuch gibt, werde ich es mir auf jeden Fall nochmal mitholen, weil ich wollte die Geschichte schon so lange lesen und ihr wisst, Sub und so. Naja, lassen wir das Thema. Auf jeden Fall hier noch eine kleine Info am Rande. Wer schon immer mal was wissen wollte von der Autorin, hat die Gelegenheit dazu, am 4. Juni auf ihrer Facebook-Seite, also Nicole Gottsäck, ich kann sie euch gerne noch mal unten in der Infobox verlinken, wird sie ein Live-Interview geben um 19 Uhr. Also wenn ihr der Autorin schon immer mal ein paar Fragen stellen wolltet, dann schaut da auf jeden Fall um 19 Uhr bei Facebook mal vorbei. Ich hoffe, ich habe mir jetzt die Daten richtig aufgeschrieben. Falls nicht, schreibe ich auch hier nochmal irgendwelche Änderungen gegebenenfalls in die Infobox. Und ja, da könnt ihr Nicole alles fragen, was ihr wollt. So wie erstmal noch dazu, kommen wir nochmal ganz kurz zum Inhalt von Magie der Namen. Und zwar geht es in diesem Buch ja um Menschen und die Menschen leben ja dort bis zu einem bestimmten Alter mit Nummern. Und erst, wenn sie ein bestimmtes Alter erreicht haben, ich glaube so 16, und dann bekommen sie einen Namen, der bereits schon existiert hat, zugewiesen. Und was es mit diesem Namen genau auf sich hat, das müssen sie dann herausfinden und ich glaube, da hängt dann auch das Schicksal derjenigen irgendwie noch mit dran. So genau weiß ich das alles nicht mehr. Auf jeden Fall erhält die Nummer 19 einen Namen, den keine Sau kennt. Und dann denkt ihr schon so, super. Toll, habe ich jetzt auch hier die Po-Karte gezogen, habe ich nicht mal einen tollen Namen bekommen. Und macht sich dann, also Nummer 19 macht sich dann mit seinem neuen Namen und seinen Freunden auf ins Namensarchiv, um herauszufinden, was hinter diesem Namen steckt. Und diese Reise ist wohl alles andere als leicht und dann kommen auch noch ein paar Geheimnisse, was seinen Namen betrifft, ans Licht. Das ist so, glaube ich, das Grobe, worum es in die Magie der Namen geht. Ich finde, der Ansatz klingt ganz, ganz toll. Ich weiß, dass die Niki ein ganz, ganz großer Fan von diesem Buch ist und ja, ich werde mir dieses Buch auf jeden Fall irgendwie nochmal mit angucken, gerade wenn es jetzt als Taschenbuch gibt. Das zweite Buch, was ich euch zeigen möchte, erscheint ebenfalls am 2. Juni und ist The Score mitten ins Herz. Das ist der dritte Teil von Elle Kennedys, wie heißt diese Reihe? Moment. Die Off-Reihe, glaube ich. Off-Campus-Reihe ist das. Und ja, auf jeden Fall erscheint The Score auch ebenfalls am 2. Juni und ich finde, dass sich die Bücher generell von Elle Kennedy, diese Reihe, total toll anhört und die steht auch schon ewig auf meiner Wunschliste. Aber ihr wisst, ich muss das rein beenden. Vorher wird das nichts. Auf jeden Fall hier kurz die Info zum dritten Teil. Ellie Hayes steckt in einer Krise. Sie hat keinen Plan für die Zukunft und außerdem ein gebrochenes Herz. Zügelloser Sex ist sicher nicht die Lösung ihrer Probleme, aber den unglaublichen Hockeystar Dean D. Laurentiis kann sie zumindest in dieser Nacht nicht widerstehen. Dean dagegen bekommt immer, was er will. Deshalb kann er auch nicht fassen, dass Ellie nach ihrer gemeinsamen Nacht nichts mehr von ihm wissen will. Dean findet, Ellie muss um jeden Preis erobert werden. Aber weiß er wirklich, worauf er sich da einlässt? Und ich finde, das klingt nach einer ganz, ganz süßen Edit-Geschichte. Und ich weiß, dass den ersten Teil dieser Off-Campus-Reihe von, das ist The Deal, glaube ich, dass der ziemlich gehypt wurde auch unter den Lesern. Und ja, deswegen dachte ich, erzähle ich mal ganz kurz, dass der dritte Teil dieser Reihe am 2. Juni erscheint. Und wie gesagt, auf meiner Wunschliste steht der auch schon eine ganze Weile. Das waren die zwei Bücher vom 2. Juni. Dann kommt 10 Tage nichts und dann machen wir es weiter am 12. Juni. Da kommt dann endlich der erste Teil der Spin-Off-Reihe zur Dämonentochter von Jennifer Armentrout raus. Und zwar der erste Teil der Götterleuchten-Reihe, Das Erwachen des Lichts. Und in diesem Spin-Off bekommt ein Charakter aus der Dämonentochter quasi seine eigene Story nochmal. Und das finde ich sehr, sehr cool, denn ich finde die Dämonentochter ganz, ganz toll. Und ich bin immer noch der Meinung, jedes Mädchen braucht einen Elden zu Hause. Und ja, ich lese euch auch hier mal ganz kurz vor, worum es in Götterleuchten geht. Und damit ich euch nicht zu viel verrate und spoilere, lese ich auch hier einfach nochmal ab. Eben noch verlief Josies Leben normal. Doch plötzlich taucht ein mysteriöser Typ mit goldenen Augen auf und behauptet, sie sei eine Halbgöttin. Somit ist sie dazu auserkoren, die Unsterblichen des Olymps im Kampf gegen die Titanen zu unterstützen. Um ihre Bestimmung zu erfüllen, muss Josie lernen, ihre Kräfte zu nutzen. Dabei zur Seite steht ihr der impulsive Seth. Bald merkt Josie, dass er ihr gefährlicher werden könnte als die entfesselten Mächte der Unterwelt. Und ich finde, das klingt schon wieder sehr, sehr toll und ich habe die Dämonentochter-Reihe total gefeiert und ich fand den Ansatz mit diesen Göttern, ich fand das so herrlich und ja, ich freue mich da schon riesig auf die Reihe und ich werde dieses Buch auf jeden Fall lesen. Definitiv, das kann ich euch schon sagen und ja,
12. Juni, komm endlich, ich möchte dieses Buch lesen. Ja, ich freue mich. Aber ich empfehle euch trotzdem vor, die Dämonentochter-Reihe zu lesen, sonst spoilert ihr euch hier dann. Ja, wenn ihr das zuerst lest, spoilert ihr euch auf die Dämonentochter und das wäre irgendwie doof. Und deswegen lest zuerst die Dämonentochter, alles schön der Reihe nach. Und ja, ich freue mich am 12. Juni, Götter leuchten. Dann noch ein Buch, was am 12. Juni erscheint. Ich will immer schon Juli sagen, also weit sind wir nun auch noch nicht. Das heißt Don't You Cry und es ist von Mary Kubica oder Kubica. Ich habe keine Ahnung, wie man diese Frau ausspricht, also sorry an dieser Stelle. Und es ist ein Thriller und ich fand, das hat sich ganz, ganz toll angehört. Ne? Ich erzähle euch immer mal wieder hier und da was von einem Thriller, aber lesen tue ich sie irgendwie nie. Sollte ich vielleicht auch echt mal machen. Und zwar geht es in Don't You Cry um Folgendes. Mitbewohnerin, Freundin, Mörderin. Eines Nachts verschwindet die junge Studentin Esther Warren spurlos aus ihrem Apartment in Chicago. Ihre Mitbewohnerin Quinn findet nur einen mysteriösen Brief, der vor die Frage stellt, wie gut sie die vermeintlich brave Frau wirklich kannte. Als sie dann noch erfährt, dass schon längst per Anzeige nach einer Nachmieterin für ihr Zimmer gesucht wird, bekommt sie langsam Angst. Quinn beginnt zu recherchieren. Was ist eigentlich aus dem Mädchen geworden, was vorher mit Esther zusammengewohnt hat? Je mehr sie erfährt, desto mehr bringt Quinn sich in tödliche Gefahr. Und ich finde, das klingt so unglaublich gut. Und ja, vielleicht sollte ich mir dieses Buch einfach mal holen. Ja, nicht immer nur davon reden, ne? Aber ich fand, das klang wirklich sehr, sehr interessant. Deswegen Don't You Cry von Mary Kubica, falls ihr oder Kubica. Ich sollte es einfach lassen und nur noch die Vornamen vorlesen. Wenn ihr solche Bücher mögt, dann schaut euch dieses Buch auf jeden Fall mal mit an. Dann haben wir noch ein Buch, was am 13. Juni erscheint und das ist auch das einzige Buch vom 13. Juni und zwar ist das es ist der 9. und letzte Teil der Dare to Love-Reihe. Ich bin es gewohnt, Trilogien zu lesen, man merkt's. Ja, und dieses Buch, wie gesagt, ist jetzt der Abschluss dieser Reihe. Ich freue mich da schon sehr drauf, weil ich im 7. Teil schon auf dieses Pärchen sehr gespannt war, auf diese Konstellation. Und auch hier lese ich euch nochmal ganz kurz vor, worum es in diesem Buch geht. Ein One-Night-Stand, ein Geheimnis, ein Fehler, den sie vergessen wollte. Es gibt Typen, von denen man besser die Finger lässt. Das weiß auch die unschuldige und unerfahrene Ella Shaw. Als Tyler Dare, der beste Freund ihres Bruders, jedoch zu allem bereit ist, kann sie ihm nicht länger widerstehen. Zu lange hat sie sich nach ihm gesehnt. Und ja, ich fand die Spannung von diesen beiden, also von Tyler und Elle, fand ich schon im 7. Teil ganz, ganz toll. Und ich wusste, dass sie im 9. Teil ihre Story kriegen und dachte schon so, oh, bitte, lass ihn kommen in den 9. Teil. Ich möchte es gerne lesen. Und ja, da freue ich mich auf jeden Fall auch schon drauf. Und ich werde mir dieses Buch auf jeden Fall holen, damit ich auch diese Reihe dann beendet habe. Wuhu! Und wieder eine Reihe fertig. Wie cool ist das denn? Ich finde das so cool, Reihen zu beenden. Ja! Das nächste Buch erscheint am 19. Juni und ist der 3. Teil der Rock-Reihe. Nein, das heißt The One Stands oder sowas. Auf jeden Fall ist es, heißt dieses Buch Rock My Soul und ist der 3. Teil dieser Reihe. Der erste heißt Rock My Heart, der zweite heißt Rock My Body. Ihr dürftet diese Bücher kennen, die sind auch hier durch BookTube schon relativ rumgegangen. Ich habe wie immer etwas länger gebraucht, um auf diese Bücher zu stoßen. Und ja, fand aber den 3. Teil so vom Inhalt her ganz nett, wie sich das Ganze angehört hat. Ich habe auch nur Gutes über die Reihe so bisher jetzt gehört. Also ich habe noch keinen gesehen, der gesagt hat, boah, ist das Buch scheiße. Es gab Leute, die haben die Reihe gefeiert und es gab Leute, die fanden es gut. Aber ich habe keinen gesehen, der gesagt hat, boah, ist das scheiße. Deswegen dachte ich mir, sollte man sich diese Reihe vielleicht doch auch irgendwie nochmal mit angucken. Deswegen habe ich mir den 3. Teil auch mal mit aufgeschrieben, denn ich denke, man kann diese Bücher auch wieder unabhängig voneinander lesen, weil es in jedem Buch um einen anderen Typen aus dieser Band geht. Und im 3. Teil geht es um Folgendes. Er ist ein Rockstar und vertritt jeder den Kopf. Doch um sie für sich zu gewinnen, muss er sich richtig ins Zeug legen. Als Kit Larson Sean Scarlett das erste Mal Gitarre spielen sieht, ist es um sie geschehen. Doch nach einer verhängnisvollen Party wird Kit klar, dass sie für den hinreißenden Typen mit den grünen Augen nie mehr sein wird als ein One-Night-Stand. Die Liebe zur Musik aber lässt sie nie wieder los. Und als Kit Jahre später erfährt, dass Seans inzwischen sehr erfolgreiche Band The Last Ones to Know einen neuen Gitarristen sucht, kann sie nicht widerstehen und spielt vor. Kurz darauf erhält sie die Zusage und ist überglücklich. Doch das heißt auch, dass sie Sean, den sie nie vergessen konnte, von jetzt an jeden Tag sehen wird. Ja, ich finde, das klingt ganz toll und ja, ich bin sehr gespannt. Ich werde mir dieses Buch auf jeden Fall mit angucken. Ich weiß jetzt nicht, ob ich vorher den ersten und den zweiten Teil vielleicht noch lese, bevor ich mir den 3. angucke. Mal gucken, wie ich das hinkriege, denn Subabbau ist ja auch immer noch ein Thema bei mir. Aber solche Bücher schiebe ich immer gern so zwischendurch mit ein, weil ich merke immer, ich kann nicht nur Jugendbücher en gros lesen, ich brauche zwischendurch immer eine Liebesgeschichte, irgendwas Leichtes, was so vor sich hin dümpelt und ja, deswegen sind solche Bücher da echt ideal und ich werde mir dieses Buch auf jeden Fall mit angucken. So, drei Bücher sind es noch. Am 26. Juni erscheint dann nochmal so ein etwas anderes Buch und zwar ist das von David Levithan und das heißt, was andere Menschen Liebe nennen und ich lese euch auch hier mal vor, worum es in diesem Buch geht.
Wie weit gehst du für die Liebe? Der 16-jährige Stephen ist unsichtbar, und zwar schon von Geburt an. Ein Fluch lastet auf ihm. Ganz allein lebt er in einem Hochhauskomplex mitten in New York City. Eines Tages zieht dort Elizabeth mit ihrer Familie ein und es passiert etwas, womit Stephen nie in seinem Leben gerechnet hätte. Elizabeth kann ihn sehen. Zwischen den beiden entspinnt sich eine Liebesgeschichte, so traumhaft schön wie der Sommer, aber gleichzeitig auch so bedrohlich wie ein nahendes Unwetter. Und dann müssen die beiden eine Entscheidung treffen, die den Unterschied zwischen Leben und Tod bedeuten kann. Und ich habe ja, wie heißt Dash und Lillys Winterwunder von David Levithan gelesen. Und diese Geschichte war ehrlich gesagt nicht so hundertprozentig mein Fall. Ich fand die Geschichte vom Ansatz her gut und ich fand die Idee dahinter wirklich sehr, sehr süß. Aber es war halt so nicht mein Fall. Ich würde aber gerne nochmal was von David Levithan lesen und ich fand, das hat sich einfach sehr spannend angehört. Und ja, deswegen habe ich es mir mit aufgeschrieben. Also wie gesagt, Was andere Menschen Liebe nennen, erscheint am 26. Juni. Und wenn ihr solche Geschichten mögt, solltet ihr euch dieses Buch auf jeden Fall mal mit angucken. Ist auf jeden Fall mal was anderes als die anderen Bücher. So, zwei Bücher sind es noch und da beide Bücher Fortsetzungen sind, kann ich zum Inhalt nicht wirklich was sagen. Das brauche ich aber beim ersten Buch definitiv auch gar nicht, denn ihr kennt dieses Buch wahrscheinlich im Prinzip schon. Und zwar ist das der zweite Teil von Oblivion, er heißt Licht flimmern und ist quasi nochmal Onyx aus der Sicht von Damon erzählt. Ich habe ja den ersten Teil von Oblivion gelesen, also quasi Obsidian nochmal aus der Sicht von Damon. Ich fand das Buch richtig gut, es hat mir sehr, sehr gut gefallen, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, dieses Buch zu lesen. Ob ich jetzt den jetzt auch noch lese... Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Was mich auf jeden Fall gewundert hat, war, dass es im Englischen nur ein Oblivion gibt. Jetzt weiß ich nicht, ob das ein Doppelband quasi ist, dass Frau Armentrout da Band 1 und Band 2 reingesteckt hat und die Deutschen einfach das wieder aufgesplittet haben. Aber es war auf jeden Fall etwas irritierend für mich. Wisst ihr da zufällig die Zusammenhänge? Dann schreibt es mir gerne mal unten in die Kommentare. Ich weiß, es gibt noch einen Teil, der heißt Shadows. Das ist die Geschichte der Amrum, ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen. Und die würde mich auf jeden Fall auch nochmal interessieren. Aber wieso jetzt Onyx nochmal aus der Sicht von Damon? Wie das dazu kommt, kann ich euch ehrlich gesagt auch nicht sagen. Weil im Englischen gibt es einen Teil von Oblivion und das ist meiner Meinung nach Obsidian gewesen. Gott, Oblivion, Obsidian, Onyx, Opal, alles mit O. Und ich weiß, es gibt noch einen Teil, da geht es um die Geschichte von Dawson und Bethany. Aber das ist ja jetzt auch nicht der zweite Teil von Onyx. Ist ja auch egal. Also wenn ihr irgendwie die Zusammenhänge mir erklären könnt, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Ich bin etwas verwirrt. Ja, auf jeden Fall erscheint dieses Buch am 30. Juni. Und damit wären wir beim letzten Buch für dieses Video. Und auch dieses Buch ist der dritte und letzte Teil einer Reihe. Und zwar ist das der dritte Teil von Die Farben des Blutes. Das ist der dritte Teil der Roten Königin. Irgendwie, finde ich, hat sich hier mehr der Titel Die Rote Königin durchgesetzt als die freien Bezeichnung, Die Farben des Blutes. Naja, auf jeden Fall erscheint Der goldene Käfig ebenfalls am 30. Juni. Da das hier auch eine fortlaufende Geschichte ist, kann ich euch zum Inhalt auch nicht verraten. Sonst würde ich euch spoilern und das möchte ich nicht. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf den dritten Teil, denn dann ist wieder eine Reihe beendet. Und ja, ich habe aktuell den zweiten noch nicht gelesen, er liegt aber hier hinter mir und wird jetzt definitiv noch mit verschlungen, weil ich definitiv den dritten Teil dann lesen werde, wenn er rauskommt. Und ja, ich möchte diese Reihe gerne beenden. Das waren meine Neuerscheinungen vom Juni, die ich so für mich rausgesucht habe. Es erscheinen natürlich noch wieder viel, viel mehr Bücher. Ich habe bestimmt auch wieder einiges übersehen, aber so viele Bücher möchte ich manchmal einfach auch gar nicht auf meinem Zettel stehen haben. Ich glaube, das wird sonst manchmal einfach viel zu viel. Falls noch irgendwelche Bücher rauskommen, ihr wisst ja, was ich so gerne lese, wo ihr sagt, das musst du unbedingt lesen, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Ich gucke es mir auf jeden Fall gerne mal mit an. Ansonsten bedanke ich mich natürlich wie immer fürs Gucken und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.